Ja, der nächste Keynote-Speaker, den ich Ihnen vorstellen möchte, da habe ich gedacht, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ich nicht sehr oft mache. Also stellen Sie sich vor 15 Jahren, damals habe ich noch für Dreisat das Wissenschafts- und Zukunftsmagazin Nano moderiert, da hat Siemens noch das sogenannte Siemens Forum Erlangen veranstaltet. Das war so ein netter Abend mit bedeutenden, wichtigen Menschen, zum Beispiel dem Weltraumforscher Jesko von Puttkammer oder aber Frank Schirmacher war auch da. Und an einem dieser Abende, ich war eingeladen zu moderieren, sagten sie, heute ist Professor Michael Braungart da. Und dieser Professor sagte mir überhaupt nichts, aber er kam dann auf mich zu und ich muss Ihnen sagen, ich habe schon viele Leute interviewt, auch Nobelpreisträger, aber ich habe eigentlich niemanden erlebt, der so schnell und so verrückt denken konnte wie er. Aber bei den manchmal durchaus etwas wirr klingenden Dingen, die er da so von sich gegeben hat, ist es ihm trotzdem gelungen, mich total zu begeistern. Und deshalb stehe ich unter anderem heute hier, weil ich das wirklich ganz toll finde, was er sich mit anderen auch ausgedacht hat. Also, er war Greenpeace-Aktivist, er ist Chemiker, er ist Cradle-to-Cradle-Vordenker und er ist Gründer und Leiter, nehme ich mal an, des EPA-Umweltinstituts. Das wissen Sie aber vielleicht alle und ich freue mich auf seinen Vortrag heute. Bitte schön. Kann ich einen Pointer kriegen? Keine Ahnung. Ach, jetzt hier. Was brauchst du? Ich habe alles. Okay. Ich habe eigentlich Frau Elis gesagt, dass sie sagen soll, ich bin einfach unvorstellbar. Aber genau. Hat sie dann sich nicht dran gehalten. Mensch, es ist ja toll, wie viele hier noch da sind. Und ich muss Sie natürlich enttäuschen, mit den guten Vorträgen von heute komme ich nicht mit dabei. Ich will darum auch nur auf einen kleinen Teilaspekt eingehen. Zum einen wollte ich natürlich von mir aus gesehen herzlich Danke sagen für die ganze tolle Arbeit, die hier geleistet worden ist. Und zum anderen... Und zum anderen möchte ich halt vielleicht das Thema ein bisschen erweitern. Ich will sozusagen auf ein aktuelles Thema eingehen, Kunststoffe, Plastik. Und ich will darum bitten, möglichst viele Leute zu finden, die sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigen. Weil es ist, wenn wir jetzt Plastik dämonisieren, dann werden wir eine ganze Generation an jungen Wissenschaftlern verlieren, die sich damit beschäftigen. Und dann bleiben wir genau bei dem Plastik, was wir jetzt haben. Und wir brauchen in dem Bereich viel Forschung und Entwicklung. Ich habe leider den Tod eines 5-jährigen Mädchens erleben müssen, was sich an der Glasflasche aufgeschnitten hatte, Mineralwasserflasche in Hamburg. Verunglücken jedes Jahr über 200 Kinder durch Glas. Das heißt, Plastik hat durchaus auch Vorteile. Und Plastik hat durchaus auch sinnvolle Anwendungen. Allerdings ist es interessant, dass wir das Plastikthema immer nur ganz auf die Einkaufstüte beziehen und nicht darauf, was es wirklich ist. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie so ein Tempotaschentuch haben, dann denken Sie nicht an Plastik eigentlich. Aber da ist ein Nassfestigkeitsstabilisator drin, das auf 2400 Meter in Österreich dieses Papier, wie Sie sicher schon selber gesehen haben, 4 Jahre liegen bleibt. Die gute Geschichte ist, mit dem Treibhauseffekt wird es besser, weil es dann wärmer wird und dann baut es sich schneller ab. Aber das ist ja vielleicht nicht unbedingt das Einzige. Dort ist ein Nassfestigkeitsstabilisator drin, das im Meer, wenn so ein Tempotaschentuch oder eine Serviette ins Meer kommt, über diese Serviette oder das Tempotaschentuch etwa ein halbes Jahr bleibt. Und dann wird es von einer kleinen Schildkröte begriffen, wie eine Qualle und sie stirbt an Papier. Ja. Das ist auch ein Plastikproblem, denn der Nassfestigkeitsstabilisator hält dieses Papier einfach so stabil. Wir denken in vielen Fällen noch sehr traditionell und wir denken natürlich Plastik, weil es ja im Recycling die Kettenlänge verkürzt, könnte eigentlich kein Cradle-to-Cradle-Material sein. Und in dem Sinne ist es natürlich schon mal richtig, sich die Dinge sorgfältiger anzugucken. Durch die Effizienz, die Energieeffizienz, hauptsächlich durch die Lebenszyklusanalyse, enthält ein
Joghurtbecher etwa 600 Chemikalien. Und das sind allein im Deckel davon, nur in dem Lack des Innendeckels über 60 Chemikalien, um diesen Lack in einer bestimmten Weise herzustellen. Da ist nichts mit Recycling. Der grüne Punkt hat für die Umwelt überhaupt nichts gebracht. Gar nichts. Also es ist kein einziger schädlicher Kunststoff vom Markt verschwunden, wie PVC zum Beispiel. Etwa 3% der Verpackungen sind aus PVC und damit ist das ganze Recycling von Kunststoffen minderwertig. Es ist kein einziges schädliches Pigment vom Markt gekommen, zum Beispiel das Grün, was wir auch diskutiert haben. Ich habe ja in der New York Times mal ein Interview dazu gegeben, dass es kein Grün gibt, was grün ist. Also wir müssen, wenn wir es nutzen wollen, immer ein Gelb und ein Blau dafür mischen, um ein Grün zu bekommen. Das heißt, wir brauchen, ich bin zwar gerne dazu sehen, aber ich wollte eigentlich ein paar Bilder zeigen, Entschuldigung. Ja. Wir brauchen einfach ganz viele Zutaten, deshalb, weil wir versuchen, das Ganze möglichst billig und möglichst leicht zu machen und möglichst energiesparend. Und dafür ist nachher nichts mehr mit Recycling, das ist völlig unsinnig. Also der grüne Punkt hat für die Umwelt nichts gebracht. Können Sie sich vorstellen, dass wir bis 2015 einschließlich es zugelassen haben, dass Kunststoffverpackungsabfälle in Bergwerke gekippt wurden, um die Bergwerke zu verfüllen. Und das galt als stoffliche Verwertung. Ja. Also vor 2,5 Jahren war das noch so. Also das ist ja stofflich verwertet worden, weil es ja dort in das Bergwerk gefüllt worden ist. Ja. Wissen Sie, da ist Donald Trump wirklich der ehrlichere Lügner einfach. Das ist halt so. Wir machen uns da etwas vor. Für die Umwelt hat es nichts gebracht, aber ich glaube schon, für menschliche Beziehungen hat der grüne Punkt schon was gebracht. Wenn sich Ehepaare sozusagen jahrzehntelang in der Küche nur noch anschweigen und fragen, Schatz, muss ich jetzt diesen Joghurtdeckel wegmachen oder muss ich es ausspülen oder muss ich in die Tonne, dann haben die plötzlich wieder etwas, wo sie sich darüber unterhalten können. Ja. Ja, also die Mülltrennung hat mindestens 100.000 Ehen sozusagen gerettet, etwa in der Logik. Aber für die Umwelt ist gar nichts dabei herausgekommen. Im Gegenteil, das Zeug ist einfach wirklich sinnlos. Wir haben Plastik viel weiter, was wir nicht betrachten, so wie Teppichböden zum Beispiel. Das ist Nylon. Nur, was ich Ihnen hier zeigen will, ist, dass wenn der Kunststoff so gemacht ist, dann hat er viel weniger Schadstoffe, die er abgibt. Die Teppichbodenindustrie hat vor etwa 30 Jahren mit der Formaldehyd-Diskussion die Schadstoffe weitgehend aus Teppichböden herausgenommen. Trotzdem werden hier noch Stoffe abgegeben, aber viel weniger. Ich packe also die Dinge in eine Glaskiste und schaue, was in Chemikalien dabei herauskommt. Und jede Peak ist eine Chemikalie. Bei Kinderspielsachen ist das viel schlimmer. Die Europäische Union verbietet jetzt 64 Chemikalien in Kinderspielzeug. Aber ich finde allein von einer amerikanischen Firma über 600 giftige Stoffe in Kinderspielzeug auch. Also so, wie Sie vorher bei dem Joghurtbecher gesehen haben, etwa die gleiche Zahl. Das ist nur ein Alibi. Ja? Also man tut so, als ob. Es entsteht eine Art Ökologismus, der der Ökologie nicht dient, aber uns beschäftigt hält, so wie der Sozialismus nie sozial war. Die Europäische Union hat ein Programm von 2015 bis 2025, die Zahl der Plastiktüten von 200 auf 40 zu reduzieren. Wie toll. Das heißt, es steht in keinem Verhältnis. Aber was ich Ihnen damit zeigen will, ist, wenn die Leute die Natur romantisieren, dann zerstören sie eigentlich nur gründlicher. Das ist ein Teppichboden aus 100% Wolle, steht drauf. Aber da der liebe Gott das Schaf nicht für den Teppichboden erfunden hat und schon gar nicht dafür, dass es rotweinbeständig ist, das Schaf, ja, werden dafür viele Chemikalien verwendet. Wenn Sie einen 100% Wollteppichboden haben, dann haben Sie gar nichts mit der Wolle zu tun. Das ist nur ein Teflon-Teppichboden mit Wollkern sozusagen. Und die Peaks sind viel höher. Wir haben hier, wenn wir die Gebäude jetzt versiegeln und gasdicht machen, dann wird es eigentlich noch schlimmer, weil wir damit die Innenraumluft umso stärker belasten. Also wenn man das Falsche perfekt macht, ist es eben perfekt falsch. Darum ist erst die Frage, was ist gesunde Luft und nicht, wie kann ich Energie sparen. Also so wichtig Energie sparen ist, aber das Erste ist gesunde Luft. Die Benzolmenge, die diese Waschmaschine abgibt, ist viel mehr, als ein Kind an einer Tankstelle aufnimmt. Viel mehr. Und das heißt, das ist in der Küche. Ich esse diese Waschmaschine mit. All das, was rausgeht, ist nachher überall im Essen drin. Davon.
Hier, Elektrik, Handmixer, dieses Zeug ist nie für uns gemacht worden, gar nie. Es ist nur gemacht worden, dass es ein bisschen billig ist. Ja, da, so sieht das aus, jedes ist eine Chemikalie. Hier, Kinderspielsachen können relativ sauber sein, wie dieses hier, aber sie können auch sehr hoch belastet sein. Und durch das Recycling wird es eher schlimmer. Sie sehen hier allein 2 Dutzend Lösungsmittelrückstände, weil man die Lösungsmittel dann zusammenpackt und die nach Asien gibt. Es sind allein 36 Lösungsmittel hier drin. Vorher hat man für die Spielsachen ein Lösungsmittel gehabt. Das heißt, man hat das Falsche optimiert. Wenn Sie eins von heute Abend lernen sollen, dann ist das, packen Sie die Silikonformen unbedingt raus. Das ist legal, dass eine Silikonform 5 Gramm Silikon verlieren kann innerhalb von 3 Monaten. Also, ja, also 5 Gramm, das ist legal. Und das essen Sie mit den Muffins mit davon. Und die Silikone falten großenteils nicht unter die Denkweise. Übrigens, falls Sie irgendwie noch das Bedürfnis haben, sich verschönern zu wollen mit Silikonpolstern, tun Sie das nicht. Weil nach wie vor, wir untersuchen diese Silikone und sie sind nach wie vor nicht sauber. Überhaupt nicht. Man hat wirklich nichts dazu wirklich gelernt. Ich habe das bei einer österreichischen Flugbegleiterin mitgekriegt, meine Kollegin ist irgendwie da, Dagmar Parusel hier, hat das betreut. Die war 2 Jahre im Bett gelegen und konnte sich praktisch nicht irgendwie mehr rühren und hat dann, ja, und war völlig antriebslos, selbstmordgefährdet. Und dann hatte sie sich mit uns in Verbindung gesetzt und ich dachte zunächst, das liegt eher an den Emissionen der Flugzeuge, weil nach wie vor die Triebwerke die Luft ansaugen für die Lüftung. Aber es war nicht der Fall und ich fragte sie dann näher und sie sagte, ja, sie hat sich Silikonimplantate machen lassen. Und wir haben gesagt, sie sollte das bitte rausmachen davon, weil das ein guter Grund sein könnte. Und innerhalb eines halben Jahres war sie wieder gesund. Ja. Und sie wirklich war, und nur das Traurige kommt zum Schluss sozusagen noch. Also wir haben die Silikonimplantate untersucht, die sind nach wie vor nicht dicht, die halten nach wie vor nichts. Und das Traurige war, als sie wieder richtig gesund war, rief sie an und sagte, Herr Professor Braungart, gibt es vielleicht doch sichere Implantate auch? Ja? Ja? Nein, Sie brauchen das nicht. Sie sind alle wunderschön hier, also Sie brauchen das wirklich nicht. Das heißt, wir haben jetzt Plastikanwendungen, die ganz interessant sind, zum Beispiel in Druckfarben. Ja, Teflon, ja, denken Sie das Papier. Wenn Sie das Recycling-Toilettenpapier anschauen, wundern Sie sich, warum so hohe Teflonmengen drin sind. Das liegt, weil die UV-härtenden Farben in der Druckindustrie mit Teflon fixiert werden. Haben Sie ja nur ein Papier? Ja, ist es aber nicht. Der Effekt ist beeindruckend. Wenn Sie so eine Pizza haben, dann essen Sie die Druckfarbe mit, weil die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung, außer es ist bei Vögeli oder bei Gugla, sozusagen so giftig sind, dass sie nachher eben aufgenommen werden. Man nennt es Kreislaufwirtschaft, wenn man die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung in die Kartons gibt und dann saugt wie ein Schwamm die Pizza die Druckfarben heraus. Und was gibt es inzwischen? Es gibt eine Kunststoffsperrschicht von BASF für die Kartons davon. Ja, das heißt, wir haben überall natürlich Plastik, das kennen Sie inzwischen. Wir haben 150 Millionen Tonnen Plastik im Ozean und diese Bilder kennen Sie alle. Ja. So ein Vogel hat etwa 400 Plastikteile drin. Ich bin mit meinen Studenten entlang in Rotterdam an der Küste gelaufen. Das ist unglaublich, wenn Sie diese toten Tiere sehen und überall ist dieser Plastikdreck drin. Die verhungern bei vollem Magen. Natürlich kann ich das um 10% reduzieren, habe ich damit wirklich etwas erreicht. Das heißt, wir können dies angucken, wir sehen, wie viel Plastik ist im Ozean und wir haben heute auch darüber gesprochen, wie lange bleibt es da. Und das können wir natürlich durchrechnen und Sie sehen, Plastik, so ein Sixpack allein dazu, 400 Jahre etwa. Ja. Also wenn Sie ein Sixpack haben wollen, dann lieber an sich und nicht. Aber Sie können was tun. Also jede Auster enthält mindestens 1500 Plastikteile, mindestens bis zu 40.000 Plastikteile. Ein Drittel davon ist Reifenabrieb etwa, ein Drittel davon ist Textilabrieb. Das heißt, wenn wir das Plastikproblem lösen wollen, müssen wir einfach nur genügend Austern essen. Das ist so einfach. Ja. Also jeder kann was tun dabei. Ja. Wir haben ganz viele Dinge, die wir unter Plastik deshalb nicht fassen normalerweise, wie die Pigmente. Ja. Das Pigment davon hier, das Pigment ist ein modifiziertes Chlorophyll. Da ist Kupfer dafür drin und dafür Chlor.
Und im Recycling sind die Recyclinganlagen die größten Einzelquellen für Umweltbelastungen, weil auch dieser Plastiklack nie für Kreisläufe entwickelt worden ist. Wenn wir uns also Biosphäre und Technosphäre angucken, dann gibt es, wie wir heute auch gehört haben, und einige Leute haben das ja schön dargestellt, Doug Moll, wo er zum Beispiel betreut ja ein Projekt, kann man hier sehen. Da gibt es vieles in der Art. Und Nylon 6 zum Beispiel könnte eingesetzt werden. Ja, davon. Es gibt inzwischen schon einiges. Es gibt auch Druckfarben, die perfekt sozusagen in Kreisläufe gehen können. Da tut sich einiges. Aber ja, die Plastikanwendung, schauen die Leute immer nur auf die Verpackung. Der Baubereich ist eigentlich von größerer Bedeutung, mengenmäßig. Ein Auto hat etwa 200 Kilo Plastik daran. Das ist nirgendwo in der Diskussion. Ja? Die Leute diskutieren immer ihre Plastiktüte. Wir brauchen dafür andere Geschäftsmodelle von vornherein. Also auch dort ist viel Plastik in Verwendung. Die Leute kaufen Roboter, obwohl sie doch nur Schweißpunkte brauchen. Wenn sie die Roboter kaufen, haben sie am Hals. Die Leute kaufen Solaranlagen, obwohl sie doch nur Licht einfangen brauchen. Und dann ist die Frage, eine Verpackung, brauchen wir die wirklich? Nein, sie ist nur eine Dienstleistung. Wir haben allein in Polypropylen im Moment etwa 900 Additive drin in Verwendung. Antioxidantien, UV-Stabilisatoren etc. Da ist mit Recycling nichts zu machen, überhaupt nichts. Was doch sinnvollerweise wäre, dass wir sagen, wir nehmen einen Kunststoff, zum Beispiel das PET. Dieses PET könnte für alle Anwendungen eingesetzt werden. Diese alle, ob die Chipstüte oder ob das die Käseverpackung, hat einen Pfand darauf. Man gibt den Menschen eine Pfandkarte, ja, für 30 Euro, dann können sie damit 120 Produkte einkaufen davon und entledigen sich dann diese Pfandsumme davon und laden sie beim nächsten Mal wieder auf. Dann kommen die Leute im Internetzeitalter auch wieder in den Laden zurück, weil dort kriegen sie ihre Sachen los. Gleichzeitig könnte man aus dem grünen Punkt aussteigen, der wirklich für die Allgemeinheit nichts gebracht hat. Und dann könnte man eben auch sozialverträglich den Menschen diese Pfandkarte schenken von vornherein, weil für Leute mit niedrigem Einkommen auch 20 Cent Pfand einfach ein Hindernis sind. Ja. Und dann könnte man dieses PET so verwenden, dass es 7-mal eingesetzt werden kann. So lange kann es tatsächlich als Dienstleistung verwendet werden. Und wenn man es dann zurückbekommt, dann macht man es biologisch abbaubar. Ja, man kann dann zu diesem PET lineare Polyester hinzugeben und kann dann dieses PET biologisch abbaubar machen. Und dann machen wir daraus Textilien. Dann kann Polyester mit diesen Textilien hergestellt werden und dann kann der Abrieb in die Biosphäre zurückgehen. Ist ein bisschen kompliziert, aber in der Tat ist es doch eigentlich nachvollziehbar, dass eine Monoverpackung, ja, die aus einem einzigen Material besteht, damit so viel sinnvoller wäre. Und dann kann es das beste Material sein und nicht jeweils immer der billigste Dreck dabei. Das würde auch viel schönere Verpackungen machen, weil ich eben nicht immer Gewicht einsparen müsste allein oder sonst irgendwie Kosten einsparen, weil ich auf diese Art und Weise eben Innovation umsetzen kann. In der Digitalisierung ist es notwendig zu bestimmen, was es ist und wo es eingesetzt wird. Und dann kann es tatsächlich wieder verwendet werden. Man könnte sogar dann hingehen und könnte diesen Kunststoff einer Materialbank geben und diese verwaltet diesen Kunststoff. Er muss noch nicht mal mehr gekauft werden, ist ja nur eine Dienstleistung dafür. Also für den Verpackungsbereich, beim Discounter, beim Supermarkt wäre es doch viel vernünftiger. Wenn Sie anderer Meinung sind, sagen Sie mir das. Weil dann könnte man Kunststoffe wirklich sinnvoll einsetzen, die dann wieder eingesetzt werden können. Wir können dies genauso auf die Autos machen, zum Beispiel. Dann werden dies nur Dienstleistungen. Wir können dies machen, indem die Information in der Lackierung drinsteckt, ein Code-Coding. Wir können dies umsetzen natürlich, wenn die Waschmaschine eine Dienstleistung wird. Also man verkauft keine Waschmaschine mehr, sondern eben nur 3000 Mal waschen. Das bedeutet, die Waschmaschine hat einen Zähler, wo 5000 Punkte sind. 90 Grad sind 3 Punkte, 60 2, 30 1 Punkt. Dann waschen die Leute bei niedrigster Temperatur und packen die Waschmaschine auch voll.
Und dann ist es nicht mehr um Langlebigkeit, weil eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, ist der größte Albtraum, weil sie damit die Innovation nie auf den Markt bekommen, sondern es geht nur um definierte Nutzungszeit. Und wenn Sie dieses so machen, dann können Sie anstatt 150 billige, stinkige Kunststoffe, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, eine Waschmaschine machen, die lediglich 5 Kunststoffe enthält. Und diese lohnt es sich, sie zurückzugewinnen. Da gibt es dann zum Beispiel technisch gesehen, dass Sie es nachgucken können, die Polysulfone von der BASF. Wir haben keine Verkaufsverhandlungen darüber mit BASF, also es ist keine Werbung dafür, es ist nur ein Beispiel. Diese Polysulfone sind in sich flammgeschützt. Sie können sie 400 Mal einschmelzen und für denselben Zweck wieder einsetzen. Dann werden Kunststoffe tatsächlich Dienstleistungen. So wie bei der Firma Chiroflex, die jetzt für 10 Jahre die Büromöbel abgibt und nach 10 Jahren ein Pfand von 25% des Kaufpreises zurückerstattet. Nicht nach 9 Jahren, nicht nach 11 Jahren, sondern nach 10 Jahren. Also sie verkauft nicht mehr den Schreibtischstuhl, sondern gesundes Sitzen. Und dadurch kann man viel schönere und viel bessere Kunststoffe verwenden und nicht immer diesen stinkigen, billigen Dreck, wo man immer nur versucht, möglichst Kosten einzusparen. Darum gehören Kunststoffe in den Bereich der Cradle-to-Cradle-Diskussion sehr wohl. Das bedeutet, dass man dann natürlich sich fragen muss, wo könnten sonst Kunststoffe eingesetzt werden? Im Moment ist ein Gebäude immer ein Schaden für die Umwelt. Ja. Das grünste Gebäude sozusagen ist das, das gar nicht gebaut wird. Aber wir könnten ja Gebäude machen wie Bäume. Gebäude, die aktiv Feinstäube an sich binden. Gebäude, die die Luft reinigen. Gebäude, die das Wasser reinigen. Ich habe das ja vor 2 Jahren in Venedig bei der Biennale vorgestellt. Es war sozusagen die Architektur, die Olympiade der Architekten. Und es war irgendwie ganz lustig. Ich habe ja mit meinen Freunden und Kollegen mich jetzt 25 Jahre lang dafür eingesetzt, dass die Azofarben aus dem Textilbereich rausgekommen sind. Azofarben sind sensibilisierend, ja, reizen die Haut, sind gesundheitsschädlich. Und für die ganze Branche kann man sagen, sind die inzwischen praktisch nicht mehr in Verwendung. Ja? Auch für das, was nicht irgendwie Cradle-to-Cradle zertifiziert ist. Das ist ganz schön. Und dann laufen die Leute vorbei und schauen sich das an, wie ein Gebäude aussehen kann, was eine Beschichtung hat aus einem Kunststoff, die Feinstaub an sich nehmen kann. Warum soll ich meine Lunge einsetzen, wenn der Teppichboden die Luft reinigen kann, so wie Sie außen bei Tarkett und Dessau sehen konnten? Sondern so kann ein Gebäude auch die Luft reinigen. Wie Janis Potocnik heute gezeigt hat, wir verlieren über 20 Mal mehr Lebenserwartung durch Feinstaub als im Verhältnis zu Verkehrsunfällen. Also ist es doch Zeit, die Luft sauberer zu machen, dass wir diesen Feinstaub nicht einatmen. Das Lustige dabei ist, die Leute kamen dann vorbei und haben alle ihren Aperol Spritz dabei gehabt. Das Orange in Aperol Spritz ist ein Azofarbstoff, ja. Ja. Was extrem sensibilisierend ist, Asthma auslösend ist, selbst in den USA Donald Trumps verboten ist, ja, als krebserzeugend. In Island auch, in Finnland auch natürlich, aber nicht in der Europäischen Union, weil es ja schließlich so lange schon in Verwendung ist dabei. Und das ist doch nett. Die eigentliche Lösung des Problems wäre, wir essen und trinken die Sachen einfach, dann sind sie auch weg, oder? Ja. Also die Firma Aperol wird nächstes Jahr 100 Jahre alt, vielleicht schreiben Sie mal dazu, dass Sie das vielleicht ändern, weil ich gebe zu, dass mindestens 40 Leute hier im Raum sitzen, die gerne Aperol Spritz trinken davon. Das heißt, wir können einen positiven Fußabdruck haben mit den Kunststoffen. Es ist nicht sinnvoll, jetzt die Kunststoffe einzusammeln, irgendwo sozusagen auf das Meer hinaus zu gehen. Es ist sinnvoll, aber auch nicht die Kunststoffe unbedingt am... Es ist auch nicht sinnvoll, die Kunststoffe am Strand einzusammeln. Aber wenn Sie an der Küste entlang sind, rate ich Ihnen Folgendes. Und wenn wir damit heute anfangen, davon, dann werden wir wirklich was ändern. Es ist nicht sinnvoll, also diese Kunststoffe wegzusammeln, denn dann denken die Leute, es sei nicht wirklich ein Problem. Machen Sie nur Folgendes, werfen Sie diese Kunststoffe einfach 5 Meter weiter, damit sie nicht wieder vor der nächsten Flut zurück in die Meere kommen. Dann liegt das Zeug immer noch da. Ich habe das ausprobiert, auch im Urlaub. Sie kriegen sofort viele junge Leute mit dazu, da mitzumachen. Sie können in einer Stunde über 500 Flaschen von Coca-Cola und von anderen dort einfach 5 Meter weiterwerfen. Ist eine gute meditative Übung dabei. Denn wir müssen diese Dinge jetzt lösen. Ja, wir können
jetzt will ich nicht anders, und Pseudo-Dinge helfen uns dabei nicht weiter. Wir haben vor 11 Jahren die ersten Verpackungen gemacht, wo wir Fischer dafür bezahlt haben, das Plastik nicht wieder zurückzuwerfen, sondern daraus dann eben Verpackungen zu machen. Und das war für das Bewusstsein sicher wichtig, aber es ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir Plastik tatsächlich entweder als biologischen Nährstoff oder als technischen Nährstoff begreifen. Die Leute sagen, jetzt habt ihr biologisch abbaubare Materialien, ist ja schön, aber dann kriegen wir es aus der Kompostierung nicht heraus. Nein, Schuhsohlen, Autoreifen, Plastiktüten müssen alle, wenn sie nicht zurückgehen, ja, wenn sie nicht wieder quantitativ zurück über einen Pfand kriegen, müssen so sein, dass sie für die Biosphäre geeignet sind. Alles. Wir müssen nur sagen, bis 2020 wird alles, was wir verlieren, durch unsere Anwendung für die Biosphäre geeignet sein. Und alles andere geht in die Technosphäre. Dann kann Plastik sehr wohl auch ein Cradle-to-Cradle-Material sein. Vielen Dank. Ja, gerne einen Applaus, auch für Michael nochmal. Du siehst, Michael, deine Ideen fruchten. Die junge Generation ist begeistert und trägt das voran. Vielen Dank für deinen Vortrag. Meine Damen und Herren, genau. Ich möchte noch einen weiteren Dank aussprechen für jemanden, der eigentlich relativ unscheinbar den ganzen Tag schon Graphical Recording für uns macht, nämlich Jana Kreisel. Einen herzlichen Applaus auch für Sie. Und es lohnt sich, dann nochmal vorbeizugehen, bevor Sie hier das Auditorium verlassen, und zu gucken, was sie also jetzt aus diesem Tag gemacht hat mit Grafiken, mit Optik und wie sie das alles umsetzt in ihre Bilderwelt. Musik.